Hallo. 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 Ich habe noch eine Idee. Man könnte dann, wenn Lea spricht, dass er dann aufsteht, dass man dann sieht, wo gesprochen wird. Null. Hallo, wir sind die Klasse 5b Gymnasium G9 der Christophorus-Schule Oberurf. Gemeinsam mit unseren Lehrern Frau Klose, Kunstlehrerin, Frau Strube, Erdkundelehrerin und Herr Borowski, unser Mathelehrer, erarbeiten wir ein Projekt. Das Thema unseres Projektes ist in Mathe die Geometrie von Figuren, Körpern, Körpernetzen und Flächen. Dazu wollen wir Häuser und andere Gebäude planen und bauen und lernen dabei, wie man Körper und Flächen berechnet. Es gibt 9 Arbeitsgruppen und 2 Bauleiter. Philipp und Lea, ich. Dieses Projekt unterstützen wir mit Kunst und Erdkunde. Frau Klose hat uns Baumaterial bzw. Pappe zum Bauen gegeben. Durch Kunst haben wir alle auch noch viel mehr Kreativität bekommen. Frau Strube hat uns Tipps gegeben, wie man verschiedene Stadtgebiete nennen kann, zum Beispiel Industriegebiet, Wohnviertel, Erholungsgebiet, Citygebiet, Zentrum und so weiter. Und in Mathe bauen wir die Häuser in den Arbeitsgruppen in unserem Klassenzimmer G5. Im Unterricht berechnen die 9 Gruppen die Flächen, Oberflächen, ihre Gebäude und üben dabei auch ihr räumliches Vorstellungsvermögen. Es entstehen viele verschiedene Häuser. Henning will zum Beispiel ein Kuppelhaus bauen, Nikolas eine Fabrik und so weiter. Wir haben auch Dachbegriffe kennengelernt. Walmdach, Satteldach, Pultdach, Flachdach und vieles mehr. Am Ende werden daraus 9 Teilstädte. Dies ist die Aufgabe der Arbeitsgruppe. Die Arbeit der Bauleiter, die von der Klasse gewählt worden sind, ist so. Wir müssen uns um das Material kümmern, dass jeder etwas zu tun hat, dass wir unsere Klassenkameraden unterstützen, dass sie auch Spaß beim Bauen haben und dass es auch weiterläuft, wenn einer aus der Gruppe krank ist und so weiter. Hallo, ich bin der Yannick. Wir haben in unserer Stadt 2 Hotels, ein Wohnhaus, einen Fernsehturm und eine Kirche. Hallo, ich bin Julian. Und ich habe das Gartenhäuschen hier gebaut und das Hotel Schwan. Also ich bin der Tom und ich habe das Hotel gebaut und die Kirche. Hallo, ich bin der Torben und ich habe das Hotel Schneider da gebaut. Und dann gibt es noch bei uns ein Fernsehstudio, ein Burger King und noch ein Gartenhäuschen. Also ich bin der Jan. Und wir haben auch einen der Gruppe, der ist leider krank. Der hat das Burger King hier gebaut und mit mir zusammen das Gartenhäuschen. Und das ist unser Fernsehstudio, da ist ein Pool drauf und ein Funkturm. Hallo, ich bin der Nikolas. Wir haben 3 Stadtgebiete in unserer Stadt. Ein Teil der Altstadt, ein Wohngebiet und eine Fabrik, also ein Industriegebiet. Und ich habe das Museum in der Altstadt gebaut, ein Schild dafür, ein Werbeschild und die 3 Wohnhäuser, diese Fabrik und ein paar Grünflächen. Ich habe 3 Wohnhäuser. Hallo, ich bin der Max. Ich habe 3 Wohnhäuser gebaut, einen Baum, einen Busch und ein paar Grünflächen. Ich bin der Tim.
Ich habe die zwei Wohnhäuser hier gebaut, das Hochhaus, die meisten Grünflächen, den Sky, RTL Pro 7 und ARD Fernsehturm. Ich habe da die Häuser mit Straßen versehen. Also ich bin der Noah und ich habe die Bürgermeistervilla gebaut, eine Nike-Fabrik und einen Wasserturm. Ich bin der Kilian, ich habe die vier Wohnhäuser hier gebaut, die Stromhäuschen und Grünflächen. Also ich bin Julia, ich bin die Katharina und ich bin die Miriam. In unserer Stadt haben wir einen Kiosk mit einem Schwimmbad. Das Schwimmbad und der Kiosk, das gehört zu der Villa. Eine Scheune und ein Wohnhaus mit der Garage. Dann haben wir noch eine Schule, ein Wohnhaus und noch ein Wohnhaus. Unsere Stadt, die heißt Kalumi, das steht für Katharina, Julia, Miriam. Hi, ich bin Julia und ich habe einen Eiswagen, eine Garage für den Eiswagen, ein Minihaus und eine Kirche gebaut. Hallo, ich bin die Chantal. Ich habe eine Fabrik gebaut mit einem Flachdach und ein Wohnhaus mit einem Satteldach. Ich bin der Christopher Steen aus der Klasse 5b und wir haben dieses Stadtviertel von der großen Stadt hier gemacht. Und ich persönlich habe dieses Haus hier gebaut und dieses Haus hier gebaut. Also ich bin die Lisa von der Arbeitsgruppe 9. Wir sind eine Dreiergruppe, aber die Laura ist leider krank, also müssen wir das heute zu zweit machen. Und meine Idee war eigentlich persönlich ein Gartenhaus. Das sollte eigentlich auch einen Garten bekommen, nur das war, also der Garten war dann misslungen. Ja. Also ich bin der Roman und ich hatte als erstes ein Hochhaus gebaut. Und das war sehr leicht und dann habe ich noch so eins gebaut und so und das. Aber dann habe ich die Kirche gebaut, dafür habe ich 3 volle Stunden gebaut. Das war auch schwierig, die zusammenzubauen, das war schon schwieriger als die kleinen. Wir haben hier ein Schwimmbad, das ist, da haben wir Balken dran gemacht, damit es ein bisschen schöner aussieht, dass man das auch besser erkennt. Und ein Friseur haben wir, der ist rosa und den hat Laura gebaut, aber die ist ja nicht da, sonst würde sie das heute vorstellen. Hier ist ein Gefängnis, das sieht ja etwas ungewöhnlich aus mit den Häusern. Aber das haben wir so gemacht, weil wir zu wenig Platz haben und wir haben uns das so gedacht, dass der Gefängnisleiter hier oben wohnt, dass die Leute nicht ausbrechen. Ja, ich bin Sarah und ich habe dann halt das Gefängnis gebaut und dieses Goldene da, das sind halt die Gitterstäbe und dann haben wir halt noch überall so Pilzhäuser und da wohnen halt so Schlümpfe drin. Ich bin der Henning und ich bin der Recher. In unserem Projekt haben wir viele verschiedene Häuser gebaut, zum Beispiel eine Kirche, die ist hier, ein Leuchtturm, den hat Henning gestaltet, der ist hier und viele weitere Häuser. Meistens bestehen sie aus Quadern und Prismen. Ich habe kleine Männchen aus Überraschungseiern genommen und aufgeklebt hier. Und ich habe hier zum Beispiel einen Einbrecher. Und hier einen der Muscheln untersucht. Und eine Kuh und ein Esel. Hier ist die Kuh und auch der Esel. Und noch ganz viele weitere. Henning und ich haben einen Strand und ein Meer gemalt zur Verschönerung. Hier ist der Strand, da touren welche bei Musik. Und steht noch ein Kiosk. Und hier ist das Meer. Also, wir haben ja jetzt hier die Stadt gebaut
nur, was wollen wir damit machen? Und welche Sinn hatte das? Also was für Noten kriegt man da drauf? Ja, also diese Noten, da kriegt man erstens mündlich was auf Gruppenarbeit und halt, ob das so schon so ein bisschen Sinn macht, wie man das gebaut hat. Und ja, und dann sind aber eigentlich schon so ziemlich alle ziemlich gut, weil es ist auch schön ruhig gewesen und in Teamarbeit haben sie auch gut gearbeitet. Es gibt dann auch noch eine Mappe, da werden die Körper, also die Häuser auch berechnet und daraus gibt es dann eine Gesamtnote.